trident, the bow and arrow, the axe, the great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. And the casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiertsk. Sie haben die Tür versperrt. Hat ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Es muss doch irgendwo rausgehen. Hier durch. Direkt hinter dir. Sieh mal, Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Manchmal bin ich in Form. Ist das alles persisch? Scheinen sowohl die Hossala als auch die Perser gewesen zu sein. Die erste Verteidigungslinie. Das sieht doch schon besser aus. Hey, noch eine von diesen Türen. Mal sehen.
Oh, gut. Das funktioniert ja. Na also, schön ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Krypten und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti, in Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Hey, hier oben. Was zum Teufel? Oh Gott. Das war er. Ihr letzter Kampf. Ah, aber ihr Reich konnten sie nicht retten. Ja, viele Tote hier. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Da ist unser Weg rein. Nadine, hilfst du mir mal mit dem hier? Klar. Komm halt das Haus. Na bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Wir sind sicher nah dran. Hoffentlich näher als diese Typen. Das Ding kommt mir bekannt vor. Das setzt hoffentlich nicht das Wasser in Gang. Puh. Das ist mal was anderes. Was ist das alles? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Sperrmechanismus zum Öffnen dieser Tür. Okay, da links haben wir Shiva, der Parashurama die Axt gibt. Und hier rechts haben wir Parashurama, der Ganesha den Stoßzahn abhackt. Warte, mit der Axt? Ja. Die Shiva, Ganeshas Vater, Parashurama geschenkt hat? Ja. Echt verkorkst. Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen. Wie funktioniert das alles? Tja, das müssen wir wohl unterwegs rausfinden. Mal sehen, was passiert. Okay, das Teil wurde von mir weggeschoben. Sein Schatten auch. Versuchen wir das. Rüber mit dir.
Ich weiß, was passiert. Die Schatten passen zu den Wandbildern. Okay, ich muss sie alle ausrichten. Es sieht nach Spaß aus. Jetzt. Da. Ich glaube, das war's. Geschafft. Sie ist offen. Das war ein Platz. Die Tür ist offen. Das Schattenspiegel. Salah und der Tiger. Dann mal los. Daumen drücken. Sollte das passieren? Keine Ahnung. Bring uns bloß nicht um. Spaßbremse. Bereit? Oh. Vorsicht. Faszinierend. Was zum Shiva? Das frage ich mich auch. Okay. Das ist nicht gut. Oh nein, nein, schon gut. Ich glaube, alles ist okay. Okay? Wo zur Hölle ist der Stoßzahn? Keine Ahnung, das alles ergibt keinen Sinn. Doch, tut es. Die Häuserle haben uns zum Narren gehalten. Ich glaube, du hast recht. Na super. Nein, hör mal zu. Ganesha ist das Symbol von... Halebit. Und Shiva war das Symbol von... Belur. Und das war die alte... Die alte Hauptstadt. Genau. Was, wenn der König diese atemberaubende Stadt erbaut hat und sie ein fantastisches Ziel für die Perser war? Und die alte Hauptstadt geriet in Vergessenheit. Also war diese ganze Stadt nur ein Köder. Was, wenn sie plündern ließen, um Belur zu schützen? Und ihren Schatz... Ich würde wetten, der Stoßzahn war niemals hier. Nie. Und wo ist dann Belur? Oh, Scheiße. Ja, das sollte definitiv nicht passieren. Ja,
Baden. Alles gut! Los! Go, 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 go! Hey, gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Schlag ein. Ah, hey. Was war das denn? Das war furchtbar. Für dich muss man sich ja wirklich schämen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber war hier nicht ein riesiger Wasserfall? Ja, stimmt. Was ist das? Aquädukte. Die Wasserfälle werden dorthin geleitet. Juhu, Water Ride. Faszinierend. Haben wir das gerade getan? Naja, eigentlich war ich das. Angeberin. Hör mal. Tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Schon gut. Weißt du, ihr beide hättet euch blendend verstanden. Er war auch so ein sturer Dickkopf. Wow, schön. Das war jetzt gerade nicht sehr unauffällig. Wir sollten lieber hier verschwinden. Gute Idee. Mir nach. Okay. Das Wasser wird zum Tor geleitet. Also folgen wir dem Aquädukt. Verstanden. Ich gehe vor. Wait. Ich habe Brötchen. Ehrlichkeit ist nicht immer die beste Strategie. Das stimmt. Deine Leute müssen zu 100% hinter dir stehen. Also glaubst du, dass Asaf seine Leute im Dunkeln lässt? Oh. Ganz sicher.
geht voran, oder? Vielleicht. Hey, schau dir die Uhr an. Hab sie dem alten Mann in der Stadt abgenommen. Der blöde Sack wollte sie nicht hergeben. Ja, ich erinnere mich. Hast du Zweifel? Ich sehe den Stoßzahn nicht. Du etwa? Ich meine ja nur, ich bin nicht wegen einer Uhr dabei. Wir werden sicher belohnt. Das hoffe ich. Okay, du nimmst den linken und ich den rechten, ja? Was zum... Von mir aus, gute Arbeit. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Okay. Okay. Über dir. Nichts Persönliches. Wohin muss ich? Nein, nein, nein! Ich bin tot! Oh!
Nein! Schon nicht der Weg. Nicht der Weg! Ugh!